Und da sind wir auch wieder, nachdem ich vorhin einen kurzen End-Stop-Cut hatte und ich einen Fehler gemacht habe. Wunderschön! Wie musste ich das denn machen? Da hatte ich ein Ding wie leer. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen... Hallo? Muss ich ein bisschen denken dabei. Also die Kiste kommt auf jeden Fall zuerst. So. Dann kommt die. Oder wie musste ich das machen? So musste ich das machen. Und damit musste ich die Kiste hier runter. Würde mir auch nichts bringen. Wie war das nochmal? Die runter. Die so runter? Auf jeden Fall würde eine Kiste genügen, aber wie kriege ich die da jetzt am gescheitesten hin? Hirn anschalten. Doing. So geht's auf jeden Fall. Floodgate-Key. Ich glaube, damit kann ich die einen Türen öffnen. So, equip Crushing Stone. Und kaputt. Speichern. So.
It is locked. Und hier wäre dann dieser super Kaufplatz in beiden Schlössern übrigens. Und dann muss man eben halt Level 50 sein. Da kann man, glaube ich, die besten Sachen im ganzen Spiel kaufen. Zumindest was kaufbar ist. Ich könnte mich jetzt natürlich auch auf Level 50 auftrainieren, weil es gibt dort eine Sache, dann würde man die Griffin Rings einfach mal so überspringen, aber... Auf Level 50 zu trainieren wäre nicht gerade so einfach. So, da habe ich auf jeden Fall jetzt mal alles. Apropos. Die Karte hätte ich ganz gut. Dann war hier doch nicht der Endboss, den ich dachte. Weil ich dachte, hier würde jetzt auf Dings kommen. Ein gewisser Herr, den wir schon vor ein paar Parts gesehen haben, nämlich der Tod. Der ist nämlich hier auch wieder ein Boss. Wie eigentlich in den meisten Kisten drin ist. Klö. Oh, nochmal ein Level Up. Alle gut besetzt, ja. Hat ja nur einer gefehlt, super. Zum Glück ist er rückweg einfach. So. Das Gute übrigens ist, man kann gucken, wie viel Prozent man hat. 146. Im Grunde genommen haben wir damit schon ja fast drei Viertel gespielt. Ich dachte, das Projekt würde ein bisschen länger. Mal da rechts lang. Einfach nur um zu gucken, was hier ist. Hier so gut. Danke. Steep. Geput. Danke. Tiny Demon. Geht zu Dracula. Der hat da bestimmt eine Anstellung für dich. Oh, guck mal, kleine Pixies. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dir angehört. Keine Ahnung.
Genau. So, was gibt's hier? Hier gibt's nichts. Nur ein Nieser. Na gut, es waren zwei, aber... Ja, ein Drumstick. So massive Erfahrung. Oder kämpfe ich einmal mit zu sehen ist. Da gibt es einen Safe Point. Safe Point, ich liebe Safe Points. Noch mehr Pixie Lines und Tiny Demons. Was gibt's denn hier so alles? Medicine Jar. Ich weiß gar nicht, es hat glaube ich alles Statusveränderungen oder irgendwie sowas. Dann gab's da irgendwie ganz, ganz Gutes. Ach so, macht mich für eine kurze Zeit unverwundbar. Quasi so ein Heldentrank. Für Dinge, die Final Fantasy 8 kennen. Hallo. Hallo Pixelines. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. So. Ach ja. Eine verschlossene Tür. Wie kommen wir durch? Crash Test Zone. Wenn er sich aufladen würde. Hm. Ah, wieder so ein Portal. Aber hier möchte ich gar nicht hin. Ins zweite. Schlösslein. Ich wollte ins erste. Mit einem Hardknocks ab. Das ist ein Helm. Ich möchte einen Helm. Und zweimal geschlagen werden. Das ist wunderschön. Heavy Armor, Kettle Head, Full Helmet. Ha. Sehr schön. So, dann geht das nach unten. Aber nicht nach da unten. Obwohl. Mal eben kurz speichern. So, doch, das kann ich. Rechts ist Dead End, also würde ich da hingehen. Mit Boss.
Ah ja. Wir kennen diese Gestalt ja schon. Oh. War, glaube ich, keine so gute Idee. Dann links zu machen. Ein Holy Cross. Oh! Schon put. Knack, 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 knack. Gut. Und ein Life Max up. Hard Max up. Hier brauche ich den Griffin Jump. Mit Griffin Wing, so. Apropos Dings. Wir müssen hier einen Cut machen. Also bis zum nächsten Let's Play. Blattex FB. Meldet sich ab.